aufgespottet in der DDR, das Kollektiv der Wunderkinder. Die DDR war bei Olympia, Weltmeisterschaften und anderen Wettkämpfen sehr erfolgreich. Ihre Sportler haben eine wahre Medaillenflut errungen. Und das waren teilweise mehr Medaillen, als die USA oder die Sowjetunion errungen hatte. Obwohl die DDR im Vergleich zu diesen Ländern sehr, sehr klein war. Besonders in den Sportarten Leichtathletik, Rudern, Schwimmen, Fußball und noch vielen anderen waren die Sportler sehr erfolgreich. So, die DDR war anscheinend ein Sportparadies. Alle waren gesund, alle brachten Höchstleistungen. Aber was war der Grund für diesen Erfolg? Gab es da etwa ein dunkles Geheimnis? Zur Geschichte der DDR. Die DDR war nach dem Zweiten Weltkrieg geteilt zwischen den Siegermächten USA, Großbritannien und Frankreich und der Sowjetunion. Am 7. Oktober 1949 wurde die DDR dann gegründet und ein paar Jahre später, 1956, wurde die Nationale Volksarmee gegründet. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die SED, ging als stärkste Partei hervor. Der Sport in der DDR hatte einen sehr, sehr hohen Stellenwert. 1957 wurde der Deutsche Turn- und Sportbund gegründet, der als Dachverband für alle bisher existierenden Sportvereine diente. Damit war sichergestellt, dass der Sport in der DDR staatlich gefördert wurde und zu Beginn insbesondere der Massensport. Die SED, die Partei, wurde als Planungs- und Durchsetzungsorgan an oberste Stelle gesetzt. Und die Namensgebung der Sportvereine basierte auf der Produktion der Betriebe. So zum Beispiel Betriebe, die im Bergbau tätig waren, bekamen den Namen SV Aktivist und hintendran dann noch den Namen der Stadt. Zum Beispiel SV Aktivist Schwarze Pumpe Jena. Oder SV Dynamo war ein Verein der Volkspolizei und der Staatssicherheit. Mitglieder dieser Vereinigung waren im SV Dynamo engagiert und der Verein in Dresden, zum Beispiel einer Stadt im Südosten des Landes, hieß SV Dynamo Dresden und so weiter. Der Sport und seine Funktionen. Der Sport hatte vor allem eine politische Funktion. Er sollte das internationale Ansehen des Staates durch Medaillen stärken, was der friedlichen Völkerverständigung diente. Die DDR wollte damit beweisen, dass der Sozialismus überlegen ist und dass die DDR ein besseres Deutschland ist als Westdeutschland. Die Treue zur Partei war im Gründungsstatut festgeschrieben, im Gründungsstatut des DDSB. Und wie schon vorangesagt, alle Personalentscheidungen, jegliche Entscheidungen wurden von der Partei durchgeführt, vorgenommen und entschieden. Die Sportvereine SV Vorwärts und SV Dynamo hatten einen besonderen Stellenwert, da die Trägerbetriebe für diese Sportvereine die Nationale Volksarmee und die Staatssicherheit war, was natürlich für die Partei von sehr großem staatlichem Interesse war. Die gesellschaftliche Funktion. Walter Ulbricht, der erste Generalsekretär der DDR, stammte aus einer sehr sportbegeisterten Familie und hat wahrscheinlich wie kein anderer den Sport gefördert in der DDR. Die Partei sah den Sport auch als Erziehungsprozess an, um kommunistische Persönlichkeiten heranzuziehen. Spaß und Erfolg war für junge Menschen wichtig. Und da die DDR nicht viel anderes zu bieten hatte, konzentrierte sie sich auf den Sport. Die soziale Stellung der Eltern war dabei unwichtig und so konnten auch Kinder, begabte Kinder und Jugendliche aus sozialen schwachen Familien internationalen Ruhm erreichen durch Medaillen. Die DDR wollte einfach das Potenzial eines jeden Bürgers sportlich ausnutzen. Und das sollte wiederum auch die körperliche Leistungsfähigkeit eines jeden erhöhen, was dann wiederum zur Folge hat, dass die Leistungsfähigkeit auch im Beruf erhöht wird. Und alle sind glücklich. Das Deutsche Turn- und Sportfest.
war ein Massensportereignis, was 1957 bis 1987 in Leipzig alle 3 Jahre regelmäßig durchgeführt wurde. An dieses Sportfest war die Kinder- und Jugendsportgarde gebunden und es wurde auf internationalem Niveau durchgeführt. Zur Eröffnung des Sportfestes gab es im Stadion in Leipzig eine olympiareife Eröffnungsshow, wie man sie wirklich weltweit sieht. Und auch weltbekannte Besucher hatte diese Sportshow, so zum Beispiel der damalige IOC-Präsident Antonio Samaranch, sagte nach einem Besuch dieser Sportschau, er hätte selten so etwas Fantastisches gesehen. Und Mitglieder des Sportbundes der BRD waren ebenso zu Besuch in Leipzig und diese kommentierten, dass man, wenn man diese Sportschau aus sportlicher Sicht betrachtet, dass es einfach überwältigend war. 1977 zum Beispiel hatte dieses Sportfest 70.000 Aktive und mit den Teilnehmern an der Kinder- und Jugendsportgarde insgesamt 70.000 Teilnehmer. Es war ein sehr, sehr großes nationales Ereignis. Hier ein paar Bilder von dem Sportfest 1983, wo ich bei der Sportvereinigung Dynamo selber mitgemacht habe. Ein paar Ausschnitte aus dem Training, was wir trainiert haben. Zum Warmmachen, wir haben an einem Grünrad geturnt und wer die Sportschau, die Eröffnungssportschau von 1983 gerne sehen möchte, hier ist der Link auf YouTube, wo diese Sportschau übertragen wurde. Viel Spaß dabei. Aber wie hat man diese Sportler alle entdeckt, diese großen Talente? Sprechen wir über Talentsuche und Talentförderung. Die Talentsuche war eine große humanistische Aufgabe in der DDR. Die Partei arbeitete mit Schulen und Trainern der bestehenden Sportvereine eng zusammen. Es wurden Sichtungstermine vereinbart, wo den Kindern und Jugendlichen Bewegungsaufgaben von den Trainern übergeben wurde. Die Kinder wurden beobachtet und die begabtesten Kinder wurden für die verschiedenen Sportarten rekrutiert sozusagen. Zum Beispiel für das Eiskunstlaufen erfolgte die Sichtung schon im Kindergartenalter. Wenn die Kinder dann in den Sportarten trainiert hatten und es stellte sich heraus, dass nicht die richtige Sportart für sie herausgesucht wurde, dann wurden sie auf andere Sportarten umgelenkt. Zur Talentförderung. In der DDR wurden 1952 Kinder- und Jugendsportschulen gegründet nach dem sowjetischen Modell. Die Zugangskriterien für diese Schule waren einzig und alleine die Leistung in der Schule und die Leistung im Sport. Die Leistung in der Schule war dabei zweitrangig, die Leistung im Sport war von größerer Bedeutung. Als beste Kombination erwies sich dafür, wenn Schule, Sport, die Versorgung und das Internat zusammen in einer engen Umgebung vereint war. Das heißt, die Kinder wohnten im Internat fern von ihren Eltern, durften sehr wenig nach Hause fahren. Sie gingen morgens zur Schule, sie hatten Sport morgens vor der Schule, sie hatten Training nach der Schule, sie wurden versorgt, Frühstück, Mittag, Abendbrot und dann wurden Hausaufgaben im Internat gemacht. Wenn man sie also den ganzen Tag zusammen in einer Einrichtung hielt, war das die beste Kombination, um das Beste aus diesen Sportlern herauszubekommen. Spezielle Sportschulen gibt es noch heute. Zum Beispiel gibt es Sportgymnasien, wo Sport im Stundenplan integriert ist, wo die Schulen noch heute mit den Sportvereinen zusammenarbeiten. Zum Beispiel das Sportgymnasium Dresden. Der Hochleistungssport in der DDR. Das Ziel des Hochleistungssports war es vor allem, Schule und Sport miteinander zu verbinden. Der Sport war erstrangig, Schule zweitrangig und alles andere gab es praktisch nicht. Zu Beginn gab es viele Eltern, die dagegen protestiert haben, aber sobald sich die ersten Erfolge einstellten, wurden diese Proteste weniger. Wie schon gesagt, die erste Kinder- und Jugendsportschule wurde 1957 gegründet. Ein Jahr später gab es bereits den ersten Olympiaerfolg durch eine Schwimmerin. Spezielle geförderte Sportarten waren Rudern, Schwimmen, Leichtathletik und auch Turnen. Die Kinder- und Jugendsportschule
die Kaderschmiede an dieser Schule bestimmte den gesamten Tagesablauf der Kinder und Jugendlichen. Der gesamte Tag war durchorganisiert. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen und sogar die Zimmeraufteilung wurde überwacht und organisiert. Es durfte nicht frei entschieden werden. Der Freizeitsport war da etwas entspannter. Sport war für alle kostenlos. Es gab Sportnachmittage an Schulen und Betrieben und das sollte die Leistungsfähigkeit im Beruf, in der Schule erhöhen. Die beliebteste Sportart dabei war Fußball. Man spielte selber Fußball im Verein mit Freunden und dann ging man ins Stadion und feuerte den besten Verein der Stadt im Stadion an. Das Medieninteresse für den Freizeitsport war sehr groß. Massensportereignisse wurden von der Presse wurden in der Presse beleuchtet, wurden vom Radio übertragen, wurden vom Fernsehen übertragen. Riesige Massensportveranstaltungen im Fernsehen zum Beispiel waren Mach mit, mach's nach, mach's besser, Eile mit Meile oder Tischtennisturnier für Tausende, wo jedermann mitmachen konnte, kleine Wettkämpfe, normale Wettkämpfe stattfanden, die einfach nur Spaß machten, wo man ein bisschen Ruhm erringen konnte, im Fernsehen war. Es war einfach ein kleiner Erfolg für jedermann. Der Massensport wurde allerdings in den 70er Jahren weniger unterstützt und die Partei konzentrierte sich mehr auf den Leistungssport, weil da der Kosten-Nutzen-Faktor einfach höher war, was zur Folge hatte, dass die Turnhallen Sportstätten für den Massensport marode wurden, verfielen und das hatte dann zur Folge, dass die DDR-Bürger selber nicht mehr großes Interesse am Sport hatten. Wie waren Politik und Staatssicherheit mit dem Sport verbunden? Die Politik und die Staatssicherheit waren sehr eng miteinander verbunden, was selbstverständlich ist. Die Staatssicherheit sagte sich, Kontrolle ist gut, aber totale Kontrolle ist noch viel besser. Die Konzentration lag auf dem Leistungssport und es sollte mit allen Mitteln gefördert werden. Der klare Auftrag von der SED an die Staatssicherheit und an die Trainer, an den Sportverein war, internationales Ansehen der DDR stärken. Damit wurden die Sportler sozusagen als Diplomaten im Trainingsanzug missbraucht. Die Sportler waren die Diplomaten im Trainingsanzug, die zur friedlichen Völkerverständigung teilnehmen konnten, die international auftreten durften, die Interviews gaben, die Verbindungen herstellten. Allerdings wurden diese Auftritte, diese Sportler sehr, sehr stark kontrolliert von der Partei und von der Stasi. Die Sportler, die Trainer, die Funktionäre, die Ärzte, jeder Mann, jedes Wort, jede Aktivität, jeder Schritt wurde überwacht. Alle Informationen wurden gesammelt und in die persönlichen Akten eingetragen. Zum Beispiel waren die Führungsmitglieder dieser Kinder- und Jugendsportschulen waren alles Stasi-Mitarbeiter. Und am Wettkampf durfte nur teilnehmen, wer politisch stabil war, wer sich wirklich zur DDR bekannte. Denn die Gefahr war, dass die Sportler, sobald sie die Möglichkeit hatten, ins Ausland zu reisen, im Ausland blieben, vor allem im westlichen Ausland. Denn Reisen ins westliche Ausland war generell verboten. Und dennoch haben über 615 Sportler die Gelegenheit genutzt und sind im Ausland geblieben, sind nicht in die DDR zurückgekehrt. Warum? Es wurde der Staatsplan 1425 ins Leben gerufen. Der Staatsplan 1425 war der größte Dopingskandal der deutschen Sportgeschichte. Er war staatlich organisiert bei der Partei und bei der DDSB-Führung. Er unterlag der höchsten Geheimhaltungsstufe. Der Grund dafür war die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1976, wo der DTSB den Auftrag hatte, so viele Medaillen wie möglich, wie noch nie zuvor, für die DDR zu erringen. Und was der Staatsplan beinhaltete, war, dass die Leistung der Sportler gesteigert werden sollte mit
leistungssteigernden Mitteln. Das, so wurde das damals bezeichnet. Das Wort Doping wurde nie benutzt. Es war sozusagen ein staatlich erzwungenes, sanktioniertes Doping. Im Vorfeld von Staatsplan 1425 hatten Chemiker und Pharmakologen Tests gemacht an Sportlern, an jungen Sportlern, welche Mittel am besten geeignet wären, um die Leistung der Sportler zu steigern. Es stellte sich heraus, dass die männlichen Hormone die besten waren und diese wurden dann in einer Pille, genannt Oral-Turinabol, im eigenen Land in Jena hergestellt. Diese Pille wurde auch in anderen Formen verabreicht und dieses flächendeckend an Minderjährige. Heute kann man das als Menschenexperimente bezeichnen und auch damals. Man muss dazu sagen, dass die Sportler, die Eltern nichts davon wussten. Dieses Doping fand ohne das Wissen der Betroffenen statt. Nur die Ärzte wussten davon. Schauen wir auf den Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 1976 im Vorfeld, wofür dieser Staatsplan entwickelt wurde. Wie wir sehen können, die Deutsche Demokratische Republik hat 40 Medaillen errungen, 40 Goldmedaillen und lag damit auf dem zweiten Platz in der Länderwertung hinter der Sowjetunion, aber vor den Vereinigten Staaten. Ein paar Jahre später, 1988, dasselbe Bild. Die Sowjetunion errang die meisten Goldmedaillen, die meisten Medaillen überhaupt und die DDR wieder erneut auf Platz 2 vor den Vereinigten Staaten, vor den USA. Es ist unglaublich. Das kleine Land DDR mit einer sehr geringen Bevölkerungsdichte hat eine Menge mehr Medaillen gewonnen als das große Land USA. Schauen wir auf die Täter, die Trainer und Ärzte. Die Erfolge der Sportler brachten auch Privilegien für die Trainer und Ärzte. Die Ärzte wussten natürlich, was sie den Sportlern verabreichten, obwohl die Verpackungen vor der Weitergabe entfernt wurden. Die Sportler mussten die Pillen täglich einnehmen, mehrmals täglich einnehmen, und es wurde gesagt, das sind Vitamintabletten. Die offizielle Begründung für diese Vitamintabletten waren, es sollte das Verletzungsrisiko verringern, es sollte den Trainingsumfang abfedern, denn die Sportler an der KHS hatten bis zu 50 Stunden Training die Woche, und es sollte den Aufbau der Muskelmasse fördern. Natürlich. Alle Nebenwirkungen und möglichen Spätfolgen wurden verschwiegen, obwohl diese sehr, sehr gut bekannt waren, auch den Ärzten. Das Doping wurde in Form von Pillen verabreicht, von Spritzen, es wurde in Eiweißgetränke gemischt und sogar in Schokolade. Wer also Pillen, Spritzen, Eiweißgetränke verweigert hatte, was man eigentlich nicht durfte, dem wurde mitgeteilt, dann isst doch einfach deine Schokolade zum Mittag. Die natürlich auch mit Dopingmitteln vollgestopft war. Die Sportler selber waren die Opfer. Es wurden Jungen wie Mädchen gedopt, wobei es für die Mädchen schwerwiegendere Folgen hatten als für die Jungen. Jungen und Mädchen erlitten Herz- und Lungenschädigungen. Es kam zu Todesfällen, die nicht sehr bekannt wurden. Die Sportler nahmen zu an Gewicht, obwohl sie 50 Stunden Training die Woche hatten, was verwundern war. Es kam zu übermäßigen Körperbehaarung, vor allem bei den Mädchen, wo bekannt ist, dass die Schamhaare bis zur Nabelgegend hochgewachsen sind. Bei den Jungen kam es später zu Potenzstörungen und zu Hodenverkleinerungen. Die Mädchen, hatten Stimmveränderungen und ihnen wurde verboten, Interviews zu geben, damit das nicht auffällt. Es fiel aber auf, dass viele junge Sportlerinnen muskulöser aussahen als ihre Männer. Natürlich wurde das von den Eltern und Sportlern selber beobachtet, aber Nachfragen wurden nicht ehrlich beantwortet. Da wurde wieder gesagt, muss Aufbau der Muskelmasse, um das Training, den Trainingsumfang abzufedern und so weiter. Hier sehen wir ein Bild von der Speerwerferin Ruth Fuchs, die 1980 Gold gewonnen hatte und wie man sehen kann, auch sie war von Doping betroffen.
Aber warum sind die Sportler bei der DDR bei den Dopingkontrollen nicht aufgefallen? Natürlich waren auch die Kontrollmaßnahmen alle gut abgesichert von der Parteispitze. Nichts sollte bekannt werden. Die Trainer hatten Anweisungen, vor 2 Wochen vor den Wettkämpfen die Dopinggabe einzustellen, um das Blut den Körper zu reinigen. Aber es ging nicht ganz gut, weil einige Ärzte und Trainer, die Trainer vor allem, standen unter großem Druck und mussten Medaillen bringen. Der Auftrag war klar. Und 1978 wurde der erste Skandal entdeckt, weil die Dopinggabe nicht eingestellt wurde, 2 Wochen vorher wie angewiesen. Es war natürlich ein riesengroßer Skandal in der DDR, nicht öffentlich, aber in der Partei, in der Stasi und im Sportverein. Und deshalb wurden unmittelbar danach in Dresden-Greischa zum Beispiel wurde ein Dopingkontrolllabor eingerichtet. Dieses Kontrolllabor war sogar vom IOC, vom Internationalen Olympischen Komitee, akkreditiert. Alle Sportler mussten 2 Wochen vor der Ausreise zu irgendwelchen Wettkämpfen zur Dopingkontrolle nach Dresden. Und auch diese wurden kontrolliert von der Stasi und von der Partei. Wer da schon auffiel, durfte nicht reisen. Es sollte jegliches Risiko des Dopingskandals, die Aufdeckung des Dopingskandals vermieden werden. Aber wie kam es letztendlich doch noch dazu, dass der Skandal entdeckt wurde? Die DDR fiel 1989 zusammen. Die Mauer fiel in Berlin und das Land existierte nicht mehr. Damit war auch das Ende des Deutschen Turnsportbundes eingeleitet und das Ende der Stasi. Durch das Ende der Stasi mussten alle Akten veröffentlicht werden. Alle Akten kamen ans Tageslicht und so wurde der ganze Dopingskandal, wurde der Staatsplan 1425 bekannt. Es führte zu einem riesengroßen Skandal. Eltern, Sportler, Familien, alle waren entsetzt. Es war unglaublich, und wie überhaupt diese Geheimhaltungsstufe bewahrt werden konnte, da so viele Ärzte und Trainer involviert waren in den Dopingskandal, aber nichts ist nach draußen gedrungen. Es führte zu Gerichtsverhandlungen, zu Festnahmen und Verurteilungen. Allerdings waren diese Verurteilungen auf Bewährung, was lächerlich war in den Augen der Sportler, die noch heute mit den Folgeschäden des Dopings kämpfen. Einige sitzen im Rollstuhl, einige haben Schädigungen der Speiseröhre, haben Schädigungen vor allem an der Wirbelsäule, an den Knochenanbauten. Und ein Großteil der Sportler sind heute anerkannte Dopingopfer. So zum Beispiel Heidi Krieger, die eine der ersten war, die mit 11 Jahren bereits gedopt wurde und die heute als Andreas Krieger nach einer Operation lebt. Fassen wir zusammen. Medaillen, Ruhm, das alles hat zur Anerkennung der DDR geführt. Die Sportler waren bekannt, die Sportler waren berühmt. Aber welchen Preis haben die Sportler bezahlt? Den Preis ihrer Gesundheit. Die Politik beeinflusste die Sportler zum Negativen. Sie unterlagen einem durchorganisierten System zwischen Partei, Sport und Staatssicherheit. Das waren die Wunderkinder der DDR. Die Sportler selber, diese Wunderkinder, wussten nichts davon. Diese waren im Glauben, ich bin super fit, ich habe es geschafft, aus eigener Leistung eine Goldmedaille bei Olympia zu erringen. Dass sie gedopt wurden, wussten sie nicht. Die Beweise sind ausreichend, also dass der Sport leider nicht immer sauber ist, aber sein sollte. Der Dopingskandal der DDR, der Staatsplan 1425, geht als größter Dopingskandal der Geschichte Deutschlands ein. Ein Buch, was ich für diese Präsentation als Recherche benutzt habe, ist das Buch von Cornelia Reichheim, Dopingkinder des Kalten Krieges, vom Staat geliebt, vom Staat missbraucht. Ich kann dieses Buch sehr weiterempfehlen. Cornelia Reichheim war eine Ruderin im Sportverein Dynamo Berlin, war Sportlerin an der KJS in Berlin
und berichtet hier über ihr Leben. Ich kann dieses Buch sehr weiterempfehlen, wer mehr über den Dopingskandal in der DDR und über das Leben der Sportler selber erfahren möchte.